herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check und ich sage auch herzlich willkommen, Thomas Bergmann. Schön, dass du da bist. Hallo. Gestern ist der DAX unter die 10.000er-Punkte-Marke gerutscht. Was hat denn den DAX in die Knie gezwungen? Ja, gestern war der ZDW-Indikator veröffentlicht worden, war sehr enttäuschend. Also ja, deutlich unter den Erwartungen der Volkswirte. Und das Ganze hat im DAX mal so 150 Punkte aus dem Stand gekostet. Wir waren ja gestern bei 10.160 und sind dann, nee, das war Montag schon, sind dann runtergefallen auf 9.900. Immerhin hat es hier dann wieder gedreht, auch mit der positiven Wall Street, einigermaßen positiven Wall Street, ging es dann wieder etwas nach oben. Ja, wie gesagt, wobei ich sagen muss, dieser ZEW-Indikator, ich glaube, dass die befragten Experten da unter dem Einfluss des Brexits eben noch gelitten hatten, weil mittlerweile wird die Sache ja nicht mehr ganz so gesehen, wie noch damals, also an dem 24. Juni, als wir da um 1200 Punkte eingebrochen waren. Also mittlerweile, denke ich mal, wird das Ganze etwas nüchterner analysiert. Wir sehen jetzt, der DAX ist bei 10.003 Pünktchen. Ja. Was glaubst du, wie wird es denn heute dann weitergehen? Also wir bewegen uns ja auf ganz dünnem Eis. So ist es. Also wir waren ja, wie schon gesagt, über der 200-Tage-Linie jetzt die Tage. 10.070 ist so der aktuelle Stand. Wir gehen langsam wieder leicht nach oben, was die Linie betrifft. Die ist natürlich wichtig, dass wir die überwinden. 10.100, ich wiederhole mich gerne wieder, das ist so der Widerstandsbereich, den es eben, aus dem es auszubrechen gilt. 10.070 bis 10.100. Ja, sollten wir wieder unter die 10.000 fallen, 9.850, 9.800 Zähler, das sind so hier in dem Bereich eben die Unterstützungsmarken. Sollten wir da drunter fallen, muss man sich wohl oder übel mit der Marke von 9.500 beschäftigen. Aber ich sage mal so, wie der Markt jetzt auf Türkei, auf Brexit reagiert hat, sage mir die Erfahrung, dass wir da eher in Richtung nach oben tendieren wollen. Aber wichtig ist natürlich auch die Charttechnik und da müssen wir eben diese 200-Tage-Linie und diesen Widerstand bei 10.100 überwinden, weil sonst wird es keine neuen Käuferschichten geben. Was rätst du jetzt den Anlegern, wenn wir uns mal dein Produkt anschauen, was du uns jetzt die letzten Tage mitgebracht hast? Kaufen, ja. Halten, was sollten wir tun? Also ich würde es auf jeden Fall halten. Also wir sind bei 9.900 etwa in den Markt gegangen. Der Stopp liegt bei 9.760 Punkten, also noch deutlicher entfernt. Wenn ich Neueinsteiger bin, ich denke mal, kann ich die 100 Punkte abwarten, die noch fehlen bis zum Ausbruch über diesen Widerstand eben und dann eben prozyklisch aufspringen. Ja, das ist so im Moment die Empfehlung. Dann vielen Dank, Thomas Bergmann. Keine Ahnung. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dem DAX-Check am Mittwoch. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut.